Wir haben die freie westliche Welt verlassen und melden uns heute aus der Volksrepublik Graz, einer Stadt, die seit 2 Monaten eine kommunistische Bürgermeisterin hat. Völker hört die Signale. Jetzt ist aber Graz kommunistisch, das Umland bleibt aber westlich geprägt. Glauben Sie, Graz könnte in einen kalten Krieg schlittern mit der Steiermark? Nein, das glaube ich nicht. Okay. Nee. Also den Frieden sehen Sie nicht gefährdet? Nein, das glaube ich nicht. Ne. Graz ist jetzt kommunistisch. Ja. Was sagen Sie dazu? Auf einer Seite gut und auf einer Seite sind Sie zu ausländerfreundlich. Aha. Das gefällt mir. Das gefällt Ihnen? Ja, ich bin aufgewachsen. Strasbourg. Strasbourg. Ja, Genossin. Ich bin aufgewachsen. Wirklich, wa? In Jugoslawien, Ex-Jugoslawien. Ja, ja. Aber ich komme aus Sarajevo. Aber Sie bekommen ganz glasige Augen, ja, wenn Sie zurückdenken. Genau, ja, Tränen. Dann habe ich das gesehen. Mein Papa war auch Kommunist. Sowas. Im Grazer Rathaus steht nach 2 Monaten noch immer der alte Bürgermeister und nicht die neue. Ja, Frau Genossin K., Sie sammeln immer Geld für Sozialbedürftige. Hat sich Hansi Strache schon gemeldet? der hätte doch keine Chance, ja. Er ist auch sehr bedürftig, habe ich im Internet gelesen. Ja, das ist, hat man gesehen. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Freuen Sie sich schon auf den Staatsbesuch aus Nordkorea? Ja, sicher. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Wenn Kim Jong-un dann hier ein Staatsgast sein wird, gibt es wahrscheinlich eine Militärparade am Hauptplatz. Ne? Das kann ich mir vorstellen, ja. Die will ich mir anschauen, aber sehr kritisch. Genossin K., wird es zum Jahrestag der Amtsübernahme eine Militärparade geben? Nein, ganz sicher nicht. Das ist schon entschieden. Die Frage hat sie gar nicht gestellt. Herr Genossin K., das möchte ich Sie ganz offen fragen. Sie sagen das öfter als wie meine eigenen Kollegen in der Partei. Aha, ja, ich bin vorbereitet. Genossin K., die KPÖ ist eine nützliche Partei für das tägliche Leben. Ja. Stimmt das? Ja. Schon. Sie vielleicht, das traue ich mir wirklich zu sagen. Dürfte Sie vielleicht bitten, einen ziemlichen Hunger, dass wir runtergehen zum Billa und mal eine Wurstzimmerl bringen? Ja, wenn wir fertig sind mit dem Gespräch, gern. Dann hole ich mir nämlich gleich selber eine mit, ich habe nämlich auch Hunger. Das ist aber lieb. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ich glaube, so kommunistisch ist Graz nicht. Wissen Sie, so kommunistisch, wie der Herr Kollege hier aussieht, ist Graz noch nicht. Sie sehen wohlhabend aus. Die Stadtverwaltung bittet Sie um eine Solidarabgabe. Ja. Aber ich bin nicht für Kommunismus. Sie sind nicht für den Kommunismus? Nein, ich bin aus Russland. Ich weiß, was es bedeutet. Können Sie auf Russisch vielleicht sagen, Achtung vor dem Kommunismus? Берегитесь коммунизма. Glauben Sie, dass Graz, so wie die Partnerländer Russland und China, auch vielleicht eine Atomstreitkraft werden sollte? Na, das sehe ich nicht notwendig. Das ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Aber nee, kommunistische aber, Regime sind immer bedroht. Ja, ne? Ja, sicher. Aber ich glaube, dass das, was mit dem Atom anlangt, das ist, ich glaube, dass das nicht bei uns kommt. Das glaube ich nicht. Weil dann wäre es schon kommen, meiner Meinung nach. Es geht zugrunde mit Graz. Darf ich vielleicht nur diese Heftmaschine mitnehmen, weil das gehört ja eh alles uns, nicht, im Kommunismus. Die können es mitnehmen, weil die funktioniert nicht. Aha. Ja. Na gut, dann muss ich sagen, dann nehme ich lieber was anderes. Dann nehme ich mal die Schere, nicht? Das gehört ja alles. Na, die brauche ich. Aber das gehört uns allen gemeinsam. Ha? Ihr habt ja eh, ihr könnt ja eh jemanden schicken zum Kaufen. Das gefällt mir auch ganz gut, dieses Helm. Das nehmen wir vielleicht an. Der nimmt den vielleicht. Mehr nehmen wir. Ja, der passt, der ist rot. Der danke. Ja, die Produktionsmittel kennen uns alle gemeinsam, oder? Ich habe meinen Max gelesen. Passt, ja. Ja, eben. Herzlichen Dank. Gerne. Sage danke fürs Gespräch. So gern, danke. So aus Leninschem Geist wächst von Stalin gespeist. Die Partei, die Partei, die Partei.